Einen wunderschönen guten Freitagabend. Es ist wieder Zeit für RecoPrint. Schön, dass ihr wieder mit mir hier zusammen durch eine alte Videospielzeitschrift stöbern möchtet. Heute geht es nochmal um eine Ausgabe der Gamers, um die Ausgabe 5 1993 aus dem August und September. Ja, wir sehen hier schon, das Titelbild ist natürlich Sparkster aus Rocket Knight Adventures. Ein Sparkster überholt sie alle. Dann gibt es hier noch einen Bericht von der Gamers in Chicago, heißt es, aus der Gangsterstadt. Und dann hier Segas Mega-CD vorgestellt. Und hier noch ein paar Spiele drin, da gucken wir aber gleich einfach mal in der Inhaltsangabe. Ja, linke Seite hier, Werbung von Acclaim für das Spiel Mortal Kombat. Ich muss sagen, ich fand das Logo damals auch schon extrem geil. Ich habe Mortal Kombat nie gespielt. Das war mir irgendwie als Jugendlicher dann irgendwie doch zu blutrünstig. Und es ging ja auch schon so ein bisschen in die Polygon-Grafik-Ecke mit rein. Fand ich damals schlechter als Street Fighter oder Samurai Showdown zum Beispiel. Das habe ich dann irgendwie doch eher gespielt. Also Mortal Kombat ist nie so wirklich an mich gegangen, muss ich gestehen. Ja, hier haben wir dann eine sehr bunte, sehr große Editorial-Seite hier. Schön mit einem kleinen Foto hier von der Gamers Crew. Und hier geht es dann los mit der Inhaltsangabe. Ja, alles neu, so werten wir. Der Testkasten hier sozusagen dann nochmal. Dann hier die Modul-News Juli 93. Micro Machines, Summer Challenge, Krusty's Funhouse und Shining Force dann auch getestet endlich. Und hier nochmal das Mega-CD gibt sich die Ehre. Preise ohne Ende, das könnt ihr gar nicht fassen. Wie bei unseren beiden Wettbewerben gibt es jede Menge coole Sachen zu gewinnen. Nicht schlafen, Taten statt warten. Mortal Kombat Wettbewerb und ein Coolspot Wettbewerb. Sehr schön, werden wir uns gleich anschauen. Und die Summer CES aus Chicago. Ansonsten haben wir hier im Test jetzt heute für das Mega Drive Jungle Strike, King of the Monsters, Micro Machines, Mortal Kombat, Rocket Knight Adventures, Shining Force, Summer Challenge und Sunset Riders und fürs Master System Krusty's Funhouse und Power Strike 2 und fürs Game Gear ein einsamer Titel Galaga 2. Ach, fürs Mega CD, Entschuldigung, ganz vergessen. Batman Returns, Final Fight, Jaguar XJ220, Criss Cross, Thunderhawk und Wonder Dog. Ja, dann auch hier haben wir wieder die Leserseite. Auf der rechten Seite dann eine Werbung für das Spiel The Flintstones für das Mega Drive, was ja in der letzten Ausgabe schon als Testbericht mit drin war. Hier geht es dann weiter mit der Leserpost. Hier hat anscheinend jemand einen Comic gezeichnet und eingeschickt. Rechte Seite Konami-Anzeige für die verschiedenen Versionen von Teenage Mutant Hero Turtles. Das ist immer noch auch eins meiner absoluten Lieblingsbilder hier von den Turtles. Das ist so richtig Kindheit, finde ich. Ne? Das habe ich schon 10.000 Mal gesehen. Das hatte ich auch als Aufkleber irgendwann mal. Toll, tolles Bild. Ja, war es schon? Ja, war es schon. Die Shorties, die Slotifanten in Sicht. Dann werden 1.000 Rüssel wahr. Ja, Ottifanten haben ja ein Spiel hier. Otto, sehen wir, den Schöpfer, ein Spiel bekommen. Das war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, Zug abgefahren, Segerplatz in Bahnhofsidylle. Das ist dieser Zug, der in der letzten Ausgabe auch schon angeteasert wurde, dieser Spielezug. Ja, Kinostart ist Spielstart. Jurassic Park war damals 1993 der absolute Hit, weil es auch eines der ersten Filme war, wenn nicht sogar gar der erste, wo so diese ganze 3D-Technik so richtig, richtig, richtig krass und aufwendig gemacht gewesen ist. Also der ist damals wirklich extrem erfolgreich gewesen. Auch hat er leider dann sehr maue Nachfolger gekriegt noch. Aber der erste Teil ist schon echt richtig, richtig gut. Mit Sam Neill in der Hauptrolle und ja, von Steven Spielberg natürlich. Ja, auf der rechten Seite haben wir hier Mr. Job auf der Flucht. Sagt mir gar nichts. Virgin dreimal stark von göttlich bis gottlos. War hier ein Super Offroad, Populus und Wolfschild ist es, oder? Könnte die Master System Version sein, ja. Domag Formula One Begleiter, F1 zum Start am Start.
fantastisches Spiel F1. Das haben wir euch ja hier schon vorgestellt in der Version fürs Mega Drive und fürs Master System. Also beide, die man jetzt hier sieht. Ganz, ganz tolles Spiel. Richtig schönes Rennspiel. Und hier unten dann ja, ein bisschen Merchandise hier aus dem Theo Kranz Versand aus Würzburg. Ja, Landstalker, eine Preview hier. Ein ganz, ganz fantastisches Rollenspiel. Eigentlich, ja, Action-Adventure kann man eigentlich eher sagen. Richtig umfangreich. Ich habe da damals sehr, 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 sehr lange dran gespielt. Ich hatte auch hier wo habe ich es denn? Ich habe es nämlich direkt hier hinter mir stehen. Ich hatte hier so eine Videotheken-Version. Das ist vom deutschen Videoring. Da waren die Anleitungen dabei. Und hier war auch so ein richtig cooler Player's Guide dabei. Musste ich auch unbedingt mal wieder spielen, das Spiel. Das machte richtig, richtig Spaß. Und werde ich euch natürlich auch irgendwann auf unserer Sparte Recoplay vorstellen dann. Also ein ganz, ganz tolles Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch ein sehr cooles Jump'n'Run hier oder Action-Jump'n'Run hier, Bob. Bisschen witzig gemacht. Dann haben wir hier Preview für F-15 Strike Eagle 2 dann für das Mega Drive. Und dann geht's los mit den Testberichten. Der Gamey des Monats ist das Spiel Shining Force. Ein Rollenspiel. Note 1-. Geniale Mischung aus Strategie und Rollenspiel. Fairer Spielablauf, hoher Suchtfaktor. Negativ, Sound kann manchmal etwas nerven, stellenweise etwas zäher Spielablauf. Grafik 2+, Sound 2+, Note 1-. Ja, dann haben wir hier auf der rechten Seite die gleiche Tom und Jerry Werbung The Movie, die wir in der letzten Ausgabe auch schon hatten. Dann haben wir hier eine Otto-Werbeseite. Otto finde ich gut, das Mega-Angebot zum Bestellen. Und dann hier auf der rechten Seite, was die denn alles in petto haben. Was haben wir denn hier? Das Set, Mega Drive Magnum Set für 379 €. Mega Drive mit Spiel Sonic 1, 279. Dann hier Hyperstone heißt Turtles 119. Sunset Riders 99, Tiny Toon 109, Double Dragon 319, K.O. Boxing 99, Tailspin auch 99. Hier Mega Drive und Master System. Master System Spiele waren sogar auch richtig teuer hier. 89 €. Also im Schnitt gerade mal so 10, 20 Euro günstiger als ein Mega Drive Spiel. Sehr krass. Ja, Game Gear haben sie hier nicht. Sehr schön, aber eine schöne Verkaufsseite, finde ich. Die ist schön gelayoutet, da sind tolle Bilder drin. Da hat sich jemand Mühe gemacht. Und das Sega Master System Set mit den Spielen Sonic 1, Columns, World Soccer und Super Monaco Grand Prix für 179 €. Ja, dann haben wir hier Test Master System Power Strike 2. Ein Shoot'em Up, Note 1-. Brillante Technik und fantastische Spielbarkeit. Eindeutig bestes Ballerspiel für das Master System. Negativ, vollkommen absurde Hintergrundstory und teilweise etwas langweilige Musiken. Na gut, Hintergrundstory. Wer braucht bei einem Shoot'em Up die Hintergrundstory? Die ist sowieso eigentlich immer gleich. Irgendwelche Bösewichte wollen die Erde kaputt machen und wir müssen sie aufhalten. Grafik 2, Sound 2-, Note 1-. Ja, und auf der rechten Seite dann hier eine sehr coole Werbung von Accolade für das Spiel Summer Challenge. Lieber Herr Lehrer, Olli kann nicht an der Sportstunde teilnehmen. Er hat nämlich Muskelkater, weil er so viel Summer Challenge auf seinem Mega Drive trainiert. Ihre Betty, in Klammern seine Mutter. Sehr schön. Mit den ganzen Pommes. Und er hat hier als Staffelstab eine Knackwurst in der Hand. Fantastisch. So. Test Micro Machines für das Mega Drive. Das bereite ich gerade mit dem lieben Sascha hier vor, um das bei Recoplay euch mal vorzustellen. Note 2-, spritziges Renngame mit witziger Grafik und zwei Spieler sowie Turniermodus. Negativ, zu zweit macht das Game nur Spaß, wenn zwei gleichwertige Spieler gegeneinander antreten. Grafik 3+, Sound 3, Note 2-. Ja, auf der rechten Seite dann wieder eine Werbung von Accolade für das Spiel Power Challenge. Power Challenge, Gottes Willen. So, Golf. Dieses Zertifikat bescheinigt Lukas Haut drauf. Ein Handicap von 45 beim Spielen von Jack Nicklaus Power Challenge auf seinem Mega Drive. Sehr, sehr witzig gemacht. Ja, dann gibt es hier einen Reportagebericht über das Sega Mega CD. So sieht das alte Mega CD, das in Japan, Amerika und England erschien, von innen aus. Rechts befindet sich
der 68000er Prozessor, die beiden Z80, die RAM-Chips und so weiter. Genau, das war dieser, nicht Toplader, aber dieses Teil, was wo das Mega Drive 1 oben drauf gestellt wurde. Nicht hier wie das Teil 2, wo das dann nebendran gekommen ist. Ne? Genau, das ist so eine Konzeptzeichnung, die habe ich auch in so einem richtig großen Mega Drive Buch mal gesehen. So einen riesen fetten Wälzer hier über lauter Konzeptzeichnungen und sowas auch für Mega Drive drin. Sehr, sehr cool. Schön hier nochmal mit den technischen Daten und interessante Titel hier, die erscheinen sollen. Mega CD Preview für Thunderhawk. Ach, und dann hier wieder eine tolle Toys R Us Werbeanzeige hier. Liebe Leute, wer würde jetzt nicht alles dafür geben, anstelle dieser zwei Jungs in diesem Haufen zu sitzen mit lauter Spielen und Videokassetten? Ein Traum. Ein Traum. So, Preview fürs Mega CD für Batman Returns. Die Version ist, glaube ich, sehr ähnlich der Mega Drive-Version, hat allerdings hier einen Batmobile-Level mit drin. Der fehlt in der Mega Drive-Version, was extrem schade ist. Ja. Dann hier, die kennen wir auch aus der letzten Ausgabe schon von der Gamers, eine Werbeanzeige für die Specials, die beiden. Dann hier nochmal zwei Previews, einmal Final Fight und einmal Jaguar XJ220 für das Sega Mega CD. So. Ja, und rechts dann eine große Anzeige von den Codemasters für Micro Machines. Weiter geht's mit Previews, Criss Cross und Wonder Dog. Ach, das waren alles nur Previews. Ja. Ich hatte mich nämlich vorhin schon gewundert. Hier vorne, als Mega CD ja irgendwie erst vorgestellt wird, das waren dann die Previews und nicht die Testsachen. Okay, hätte man ein bisschen anders layouten können vorne. Okay, ja, dann hier rechts auf der Seite nochmal eine Werbung für das Action Replay Pro. Kennen wir auch schon zur Genüge. Und dann hier der Test für das fantastische Rocket Knight Adventures für das Mega Drive. Note 1-, gute Grafik und fetziger Sound. Rocket Knight Adventures bietet viele neue Ideen. Negativ, der Schwierigkeitsgrad ist etwas happig. Bei Hochbetrieb ruckelt die Grafik ein wenig. Ja, kann ich beides so unterschreiben. Grafik 2+, Sound 2+, Note 1-. Und dann hier noch eine Werbung für den Videospiele-Club Double Trouble. Ja, da haben wir eine Doppelseite für den Coolspot Wettbewerb sozusagen. Spot sucht den coolsten Spruch. Den Spruch, der eben wie auf den Kreis geschrieben steht, prämieren wir mit dem Cool Spot Surfboard in der Farbe und Größe deiner Wahl. Sehr schön. Ansonsten kann man ja noch ein paar andere Sachen gewinnen. Sehr nett. Ja, Sunset Riders. Ja, hatte ich in der letzten Ausgabe tatsächlich sogar richtig in Erinnerung. 4- gerade mal gekriegt, obwohl es heute auch echt ein teurer Titel ist. Für das Mega Drive. Der Sound klingt ganz nett und ist schön westernmäßig gelungen und negativ scheußlich, blutig, langweilig, im Western nichts Neues. Grafik 4-, Sound 3 und insgesamt auch eine 4-. Dann haben wir hier rechts den anderen Wettbewerb hier von Mortal Kombat, von Acclaim Gamers und Total. Was muss man hier machen? Erfahr für dich, du bist hart und nehmen, dann gönn dir jetzt einen Riesenspaß zusammen mit der Acclaim. Kannst du gewinnen? Ja, ja, ja. Ach, guck mal, bis zu meinem Geburtstag war Einsendeschluss hier. 13. August 1993. Also das Jahr stimmt nicht. Ich bin ja 80 geboren, nicht 93. Aber 13. August ist mein Geburtstag. Ihr habt das Preview studiert, gut, drei große Namen solltet ihr uns nennen, Namen der beinharten Kämpfer, mit denen ihr es in Mortal Kombat aufnehmen müsst. Ah ja, also aus dem Preview-Bericht hier vorne. Oder war der hier vorne? Oder war der in der letzten Ausgabe? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Mortal Kombat kommt erst seit Dings hier. Der Testbericht kommt ja erst noch. Gut, irgendwo steht es bestimmt, entweder da oder in der letzten Ausgabe. Ja, jetzt nicht so viel getan seit der letzten Ausgabe. Sonic 2 ist immer noch auf Platz 1. Sonic 1 ist hier. Lediglich hier ist jetzt Land of Illusion beim Game Gear hochgerutscht. Sonst haben wir hier Land of Illusion auf Master System Platz 3. Dann hier Streets of Rage und Asterix. Flashback auf Platz 3, World of Illusion und Lemmings. Und hier, wie gesagt, Sonic 1 auf Platz 3.
Shinobi 2 auf Platz 4. Ganz, ganz fantastisches Spiel, habe ich euch gerade letztens ja erst hier bei RecoPlay vorgestellt. Und Lemmings für das Game Gear auf Platz 5. So, Toys. Da haben wir hier Gaston haut nichts vom Hocker. Ein, ich glaube, französischer Comic war das. Dann das dritte Jahr Batman. Sehr cooler Zeichenstil, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Als die Blasen sprechen lernten. Ja, hier Asterix und Obelix, die Odyssee. Dann hier aus Barks Library Comics und Taschenbuch der Ottifanten. Und noch Rasthaus, Rathaus. Also hier ist mal so ein bisschen in die Comic-Vorstellung mal gegangen. Ja, dann haben wir hier super starker Spielspaß. Highscore Games, eine Verkaufsseite wieder mit der amerikanischen Version von Super Turrican für das Super Nintendo. Auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja, und hier ist er dann, der Testbericht von Mortal Kombat für die fürs Mega Drive. Note 3 Plus. Mortal Kombat bietet filmreife Animationen der Extraklasse. In Sachen Grafik wird das Mega Drive voll gefordert. Das Gameplay bietet keine neuen Einfälle und unterscheidet sich kaum von dem anderer Prügel-Games. Grafik 2 Plus, Sound 3 Plus und insgesamt 3 Plus. Ja, ich hatte, glaube ich, irgendwie gesagt, das habe ich mich vertan. Ich hatte ja gesagt, dass mich das so ein bisschen an die, das ein bisschen in die Polygon-Grafik ging. Das stimmt natürlich nicht. Das ist hier Motion Capturing, habe ich natürlich gemeint. ja, dann hier haben wir noch Galaxy Games aus München, eine Verkaufsseite. Und dann haben wir hier aktuell die Summer CES in Chicago. Auch hier wieder aufgeteilt auf die verschiedenen Firmen, die hier da gewesen sind und was Neues präsentiert haben. Allerdings jetzt nicht mehr, dass man so ohne weiteres hier rauslesen könnte, was da an Neuigkeiten präsentiert wurde. Firma Accolade war da, Active, Acclaim, Codemasters, Electronic Arts, Extreme, Konami, Microprose, Millennium, Namco, Psygnosis, Sega. Und hier gibt es noch eine Anzeige von Games Express. Da geht es dann weiter. Ach ja, guck mal, Sega VR wurde hier gezeigt. Sega. So, Sony Image Soft, Spectrum Holobyte, Tech Magic, Storm the Sales Curve, US Gold, Virgin und Walt Disney Productions. Und dann gibt es hier noch zwei Verkaufsdinger, MKS Games World aus Rottenburg und World of Games wieder aus Pforzheim. Ja, Summer Challenge jetzt hier im Testbericht für das Mega Drive. Note 2. Sportvergnügen für bis zu 10 Spieler. Ordentliche Grafik, 8 Disziplinen, Batterie, Zeitlupenfunktion. Verzeihung. Negativ, die Steuerung geht sehr auf Arm und Steuerinstrument. Die Animation könnte flüssiger sein. Grafik 2-, Sound 3. Insgesamt aber die Note 2 noch gekriegt. Ja, und hier unten dann auch wieder vom Theo Kranz Versand nochmal eine Werbeanzeige. Dann haben wir hier jetzt die Reportage über das über den Film Jurassic Park und das Spiel, was hier dazu gekommen ist. Auch das ist sehr lohnenswert, sich einfach mal anzuschauen auf den verschiedenen Plattformen. Das habe ich auch geplant, denn auch hier ist wieder wirklich fast jede Version unterschiedlich. Ne? Auf Game Boy, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Wobei Master System gab es eine Version? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also Mega Drive auf jeden Fall. Genau, weil hier haben wir jetzt ein Side-Scroller-Action-Spiel sozusagen auf dem Mega Drive. Auf dem Super Nintendo ist das eher so ein Adventure aus der Vogelperspektive oder verfälschten Vogelperspektive, so ein bisschen schräg. Und da gibt es 3D-Ego-Shooter-Elemente drin. Das ist echt ganz nett gemacht und das ist eher so ein Puzzler, eher ein Rätselspiel fast. Hat zumindest Rätselelemente. So, dann hier Master System, Krusty's Funhouse, Note 4+. Krusty's Funhouse bietet nette Grafiken, besonders die Animation ist teilweise echt schnuckelig. Negativ wenig Spielspaß durch etwas verhunztes Gameplay. Auf Dauer stellt sich Langeweile ein. Grafik 2, Sound 3, insgesamt 4+. Schlaue Köpfe kaufen bei OIT, Order in Time aus Schramberg. Die kennen wir auch schon aus der letzten Ausgabe. Und United Games hier in Mainz. So,
So, das ist genau gleich wie in der letzten Ausgabe. Und zwar wirklich absolut genau gleich der Gamers Shop hier mit den Manix Twins, dem hier Game Gear, der Game Gear Tasche, Action Replays, Sonic in Plüschform, den Tattoos der Uhr, dem großen Sega-Rucksack und den Ansteckpins. Und dann haben wir hier den Test jetzt für Jungle Strike, war in der letzten Ausgabe ja als Preview drin, Note 2+. Sehr abwechslungsreich, technisch gut, besser als der Vorgänger. Und negativ für Kinder und sensible Menschen, ungeeignet für Anfänger, zu schwierig. Genau, dann haben wir hier den Game Kurier aus Kirspe. Und dann haben wir hier eine Reportage, der Meister Christian Schiller. Es kann nun einmal nur einen geben. Und das gilt nicht nur für unsterbliche, schottenberockte Schwertschwinger, das ist eine Anspielung auf den Highlander natürlich, sondern auch für Videospielmeister. Und um den zu ermitteln, blieb uns nur einmal nichts anderes übrig, als die besten Gamer des Landes zum alles entscheidenden Kampf zu bitten. Ja, und dann haben wir hier eine schwarz-weiße Anzeige der Firma Dynatex. Schön hier mit einem mit so einem Verkaufsfoto hier noch mit drin. Aus Dortmund, Power in Dortmund. Sehr schön. Die haben normalerweise ja die vollfarbig gedruckte Anzeigen hier drin. Ne? Komisch, dass es diesmal nur schwarz-weiß ist. Ja, dann King of Monsters hier im Test für das Mega Drive Note 4. Witzige Prügelidee mit gelungenem Godzilla, mit gelungener Godzilla-Atmosphäre. Negativ die völlig ungenaue Steuerung und viel zu träge Bewegungen der Monster zerstören den Spielspaß. Grafik 3, Sound 4. Und auf der rechten Seite dann das einzige Master System, das einzige Game Gear Spiel natürlich, hier wollte ich sagen, hier was getestet ist in der Ausgabe. Galaga 2, Note 2, gute Spielbarkeit und schöne Musiken. Galaga macht trotz des hohen Alters noch Spaß. Negativ, solltet ihr den ersten Teil schon besitzen, ist der zweite völlig überflüssig. Grafik 2-, Sound 2+. Ja, und auch hier wieder Computer Kudak mit einer kleinen Spalte. Dann sind wir bei den Tipps und Tricks. Tipps und Tricks, nicht Trips. Thunder Force 4, Alien 3, Wonder Boy in Monster World, Muhammad Ali, Heavyweight Boxing. Dann hier eine neue Anzeige jetzt für den Sega Info Service. Hier geht es dann weiter mit Shining in the Darkness, Flashback, Batman Returns, Fantasy Zone, Super Monaco Grand Prix 2, Outrun, Streets of Rage, Another World, Terminator 2 und Universal Soldier fürs Mega Drive, die Level Codes. Und dann haben wir hier noch Games Direct aus Ottelfingen. Auch noch nie gehört. Schweiz. So, dann haben wir hier diese Fragen-Antworten. Helpline sozusagen. Und hier nochmal eine Werbung vom Gnadenlos-Versand hier mit diesem Backup-System. Da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal was drin, womit man quasi ein Backup des Modul-ROMs hier machen konnte, auf Diskette, glaube ich, dann mit dem Gerät. Ja, dann geht es hier noch weiter mit Roll to the Rescue. Ja, und das war's. Ach ja, hier, guck mal, auf der Musikseite. Snow mit Informer. Natürlich klar. Head Away, What is Love? Genesis Life, The Way We Walk. Ja, das waren die Anfang der 90er. Sehr, sehr prägend alles hier. Was haben wir hier? Jetzt auch als Videokassette Power-Tipps für Sega-Spiele für 29,95 € mit 12 aktuellen Top-Spielen. Aha, okay. Auf jeden Fall Alien 3, Road Rash, Spider-Man. Und sonst erfährt man aber nicht, was da für Spiele drin sind. Mhm. Ja, dann wieder die typische Börse hier. Ankauf, Verkauf, Tausch, was auch immer von Konsolen und Spielen. Gibt es hier noch Fossis Videospielverband, eine Anzeige. Und hier hat man anscheinend ein bisschen Platz noch gehabt und hat hier einfach mal schnell Sonic und Tails Bild reingemacht. Gameplay. NHLPA Hockey-Turnier am Samstag, 25.09.1993. Erster Preis 500 D-Mark bei Playgame in Werl. Ganz nett. Eine ganz kleine Anzeige hier unten noch von Koppmann Computer. Ja, auch hier dann wieder die gesammelten Werke, die Vorschau auf die nächste Ausgabe und wieder einen kleinen Comic vom Gamey. Und dann auf der letzten Seite nochmal eine riesige
Werbung für die Zeitschrift Total 100% Nintendo jetzt am Kiosk. Ja, und auf der Rückseite dann wieder eine Konami-Werbung nochmal für die verschiedenen Spiele der Tiny Toon Adventures. Ja, auch eine sehr schöne Ausgabe, schöne Sachen drin. Gefällt mir sehr gut. Dann wäre es das für heute wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!